Wie war das Wochenende? Ach, ganz normal. Ist wirklich nicht der Rede wert. Er ist ein ganz normaler junger Mann. Morgen, alles noch frisch? Oh ja, Sir. Er sucht die große Liebe seines Lebens. Ich bin Peter Lowe. Ich heiße Rachel. Naja, ich habe die Braut mit nach Hause genommen. Es beginnt mit einem Kuss. Ein toller Kuss. Es ist wirklich ein ganz besonderer Kuss. Verstehe, Sie wollten diese Frau haben. Ja. Kein gewöhnlicher Kuss. Ein Kuss, der einen in den Wahnsinn treibt. Alle Männer sind gleich. Sind Feiglinge. Ja, gebonk, 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 gebonk. Dieser Kuss verändert sein Leben. Du bist gefeuert! Es ist ein schrecklicher, grauenhafter Job. Aber du findest keinen anderen. Dieser Kuss schlägt ihm auf den Magen. Wir beide haben unsere nächste Sitzung am Dienstagabend. Geht's ein bisschen früher? Dieser Kuss raubt ihm den Schlaf. Ich brauche sie. Natürlich fällt allen die Veränderung auf. Himmel nochmal, geht das nicht in deinen dummen kleinen Kopf rein, du Gans? Neuerdings wird er immer so ausfallen. Na, sowas von Blödsinn. Für Peter Law. Oh ja. Ist das die große Liebe? Liebe? Liebe. In der großen Stadt New York. Bitte nicht lachen. In meinem Beruf gibt es schon lange nichts mehr zu lachen. Ich bin ein Vampir. Ich bin ein Vampir. Ich bin ein Vampir. Nicolas Cage. Mach das Licht aus. Ich kann nicht sehen. Maria Conchita Alonso. Erschieß mich! Schieß, oder ich muss dich endgültig feuern! Nicht auf den Boden, du dumme Gans! Jennifer Beals. Du willst ein Vampir sein? Vampire's Kiss. Eins ist klar, die darf mich nicht mehr küssen. Niemals.